Gutes Essen. Ich glaube, wenn man spürt, dass es mit Leidenschaft gekocht worden ist und wenn man merkt, dass auch die Produkte herkommen und. Ich glaube, das tut dann das schon positiv beeinflussen, so ein gutes Essen. Ja, was kommt denn noch? Das haben wir schon vor 10 Jahren haben das die Leute schon gefragt. Weil damals, oder vor 8 Jahren, haben wir 3 Michelin-Sterne gekriegt und 90 Gourmet-Punkte. Und dann haben schon Leute gefragt, okay, was ist denn das Nächste? Und ich habe dann im Nachhinein eben die ganzen Sachen dann mitgesponnen. Also wir haben das Schloss Schaustell erweitert. Wir haben dann irgendwann nach 10 Jahren angefangen, das Magazin zu produzieren. Dann haben wir eine Remise darüber genommen, haben eine schöne Tavlade gemacht. Dann haben wir das Casa-Catering angefangen. Dann haben wir mit einem neuen Konzept wie Signif angefangen. Und es geht eigentlich immer weiter. Und sicher, da drin ist ganz klar, dass man die Sachen, die man erreicht hat, auch behalten will. Und den Gast will man ja immer wieder von Neuem überraschen. Und das ist, glaube ich, immer noch das Kern ist immer noch hier im Schloss und da probieren wir wirklich voranzugehen und weiter zu spinnen und die Leute begeistern. Ja, ich habe ja damals mit 2003 hier angefangen, mit 4 Angestellten, wir sind selbstständig gewesen, wir mussten immer da müssen unternehmerisch denken. Damals im kleineren Bereich, jetzt ist es ein bisschen grösser geworden, jetzt mittlerweile sind so 42 Leute im Schloss Schauenstein angestellt bei mir. Und es braucht auch so ein Team, um wirklich die Leistung können abrufen jeden Tag, weil die Gäste haben eine grosse Erwartung und man braucht wirklich ein gutes Team. Sei das in der Küche oder an der Front. Und da muss man schon ein bisschen unternehmerisch denken, weil schlussendlich muss es stimmen und man muss damit auskommen und man muss davon leben können, muss die Löhne können zahlen und das ist sicher ein anspruchsvoller Part, aber das gehört einfach dazu. Ja, ich mache eigentlich immer das, was ich will. Und ich glaube, ich lasse mich auch nicht einschränken. Das macht ja keinen Sinn. Deswegen bin ich auch selbstständig. Und all die Inputs, die da reinkommen, die kommen von mir. Und das ist auch das, was mich motiviert und Spass macht. Nebst dem Kochen natürlich, dass man das auch vorantreibt. Dass man probiert, immer wieder die Gäste, die kommen. Vor allem auch die Stammgäste, die seit 2003 zu uns kommen. Damals noch mit 0 Punkten. Jetzt haben wir 19 und die kommen immer noch. Und die gehen auf den Weg mit uns mit. Und die probiert man natürlich jedes Mal wieder zu überraschen. Und die sind offen. Sie wissen, was sie kriegen, aber es ist auch immer wieder etwas Neues. Und es geht auch immer voran. Und wir entwickeln uns positiv.